Aktionen? Ich habe versucht, oder meine ganzen Dinge sind ja Vorgänge aus dem Leben, nicht wahr? Wie Umfallen, wie Farbe. Und zur Form ist zu sagen, dass ich einfach versucht habe, Szenen aus dem Leben, also Umgebungen, also wie ein Kornfeld in ein Theater oder in einen Saal zu stellen. Und dieser Vorgang mit dem Mann und Hund gehört als Parallelereignis zu den Menschen, die in diese gelbe Farbe fallen. Mhm. In dieser Publikumsbeteiligung kommt vor, dieser Satz, entscheiden Sie selbst, ob Sie diese Handlungen wiederholen oder ausführen. Das heißt, wenn das blaue Licht aufleuchtet, ob Sie die Pfeife benutzen. Dieser Brief geht an Erik Andersen, Josef Beuys, Barzon Brock, Stanley Brown, Henning Christiansen, Ludwig Gosewitz, Adi Köpke, Ben Fautier, Wolf Vostell, Emmett Williams und Robert Filliou. Von Thomas Schmidt, 19.05.64. Der Kulturreferent der Technischen Hochschule in Aachen, Waldis Abolins, will eine Aufführung neuester Aktionen, Happenings etc. in den Räumen der TH machen und bat mich, das entsprechende zu organisieren. Vorläufiger Plan der Sache. Die Aufführung wird am 20. Juli stattfinden. Das Datum wurde lediglich deswegen gewählt, weil es dem Terminplan der TH am besten passte. Dass es genau 20 Jahre nach dem 20. Juli 1944 ist, ist ein glorioser Zufall und gibt der Sache einen ausgezeichneten Background. Vorläufig geplante Elementarstruktur. Von 12 Uhr bis abends eine große Simultanität von wechselnder Dichte. Aktionen, Lesungen, Happenings, Diskussionen etc. Dann von 20 bis 22.30 eine große, sehr dichte Sache im Auditorium Maximum, sehr viel Verschiedenes auf dem Podium, ums Publikum rum, im Publikum etc. etc. Und werden das, glaube ich, auch weiterhin tun. Abschalten der Aufnahme.
mit einem Holzspießchen feststecken. Die Speckscheiben längs halbieren und kreuzweise darauf legen. Mit einem Holzspießchen feststecken. Die Speckscheiben längs halbieren und kreuzweise darauf legen. Mit einem Holzspießchen feststecken. Die Speckscheiben längs halbieren und kreuzweise darauf legen. Mit einem Holzspießchen feststecken. Und so viel, die Himmel segnen nicht, und aber Abmagerungskuren und so viel Dualismus und über die Schulter gucken und dies. Die Polizei gibt ein Klatschkonzert auf dem Rathausmarkt, Sonnabendmittag, was ist das? Ein Gedicht und Schubert will absolut haben, dass es gesungen wird. Was ist das? Und jedes 40.000 Menschen kommen, um zu sehen, wie 22, 90 Minuten lang sich mit einem Ball abgeben. Was ist das? Aber so muss mit mir gehen sofort. Er erinnerte sich, dass er sie einmal ein Rhinoceros genannt hatte. Schräg fiel die Sonne durch die Gardinen. Als er aufstand, um sich zu verabschieden, reichte sie ihm die Hand und sagte, hoffentlich wirst du nun glücklich mit der anderen. Es war kein Zorn in ihrem Gesicht und keine Anzeichen von Verzweiflung. Aber Rhinozerosse sind wohl niemals verzweifelt. Meine Damen und Herren, könnt ihr nicht einen auf... Wir sind leider gezwungen, in Anbetracht der Tatsache, dass Sie sich heute Abend, obwohl es etwas Neues für Sie ist, es mag sein, dass es kaum einer verstanden hat. Ich gebe zu, dass es sehr schwierig ist, etwas in der Hinsicht zu verstehen, aber so tolerant sollten wir sein, genauso tolerant wie die Hochschule es war, uns hier reinzulassen, dass Sie sich so blödsinnig verhalten. Bitte verlassen Sie den Saal. Und Herren, Sie werden nichts mehr erleben hier. No happening, no event. Meine Damen und Herren, wenn Sie Lust haben, sich irgendwie noch über dieses Thema von heute Abend zu unterhalten, ich glaube ganz bestimmt, dass Sie irgendwie daran Interesse haben werden. Versuchen Sie aber, das ist überhaupt erst möglich, wenn man zusammen draußen zusammenkommt. 2,5 Stunden debattierte das Studentenparlament am Donnerstagabend über das Debakel der vom Allgemeinen Studentenausschuss ASTA veranstalteten Fluxusveranstaltung am 20. Juli. Kulturreferent Abolinz, heftig angegriffen und ebenso kräftig verteidigt,
teilte mit, er werde versuchen, die Fluxus-Künstler noch einmal nach Aachen zu holen, damit sie die Richtigkeit ihrer Bestrebungen nachweisen können. Diese Ankündigung fand in Anwesenheit der Fluxus-Darsteller lebhaften Beifall. Ein Misstrauensantrag gegen die geschäftsführenden Mitglieder des AStA wurde von der Mehrheit abgelehnt. Aber auch der Antrag, dem AStA das Vertrauen auszusprechen, fand keine Gegenliebe. Mit 26 Stimmen bei 10 Enthaltungen und ohne Gegenstimme wurde der Antrag gutgeheißen. Das Studentenparlament befürwortet die Gestaltung eines Kulturprogrammes, welches der Studentenschaft die Möglichkeit gibt, sich mit den zeitgenössischen Strömungen des Kulturlebens auseinanderzusetzen. Ja, wir sprachen vorhin von der Toleranz, die eben die Veranstalter, Zuschauer den Veranstaltern, den Künstlern und der Kultur gegenüber haben. Sie haben ja gesehen, dass eben diese Toleranz nicht vorhanden war. Und jeder empfindet eine Sache, und zwar ein Kunstwerk oder ein ähnliches Ereignis nach dem Grad seiner Bildung. Das ist vielleicht ein lang vorbereitetes Vorurteil, was sie eben aus der Erziehung herleitet. Es kann zum Beispiel sein, dass so ein Mensch Eltern hat, die ihm dauernd eingeredet haben, diese moderne Kunst ist dauernd Quatsch. Wenn er das dauernd hört, nicht wahr, dann ist das ein permanent, lang, von langer Zeit vorbereitetes Vorurteil, was sie bei ihm festsetzt. Falls er nicht genügend, nicht war von einem anderen, von einem besseren Lehrer, was Besseres gesagt bekommen. Na, deshalb war die Sache. Oder unbewältigte Vergangenheit, diese berühmte, nicht? Denn deshalb, da hatte ich den Eindruck, dass das so war, denn der sprach ja andauernd von Entart der Kunst und zu scherzen, nicht? Das liegt daran, dass das Publikum im Großen und an den Studenten in diesem Falle insgesamt noch Vorstellungen haben von Kunstwerken als an Ideen, die man verfestigt, nicht, wenn man sie gleich oben runterfliegt mit dem Zertifikat und Ewigkeitswert und auf der anderen Seite eben treibt die Schönheit dann ins Geld, weil es stinkt ja nicht. Denn wenn Sie sagen, dass starrt einfach zur Säule, nicht, zum untersprachlichen Standbild. Und um dieses untersprachliche Standbild wieder aufzulösen, hat es keinen Zweck, darüber zu reflektieren, in Form also von Vorträgen, Theorien und so weiter und so weiter, sondern eben das Standbild selber zu zerstören. Und das sind die Arbeiten, etwa die Postel und Beuys machen, nicht? Während ich das wiederum nochmal in der Sprache tue. Herr Abulenz, ich fragte, ob Sie eben diese sogenannte Volksaufklärung vorher gestartet haben, und jetzt waren Sie eigentlich an der Reihe. Ja, ich wollte eben sagen, dass ich nicht Aufgabe des Kulturreferendariats sehe, Volksaufklärung hauptsächlich zu betreiben, genauso eben nicht, dass man vor einer Veranstaltung da Riesenreklame macht, weil man ja nicht, meinte ich, nötig hat, eben Leute wie in der Stadt zu Veranstaltungen anzureißen. Was mich eigentlich erschreckt hat, ist, wenn wirklich die Studenten durch die absurden und verfremdeten Ereignisse zum Reagieren aufgefordert worden sein sollten, nicht wahr? Warum führt das zu einem Skandal, wenn Sie sehen, wie Leute in Farbe fallen oder wie andere, wie Natur in einem Raum aufgebaut wird, nicht wahr? Warum regen sich die Leute nicht auf? Also wenn wirklich, bei wirklichen Skandalen, nicht wahr? Nicht eben bei Rassenfragen oder bei politischen Dingen, wo Studenten reagieren müssten. Also mir ist kein Fall bekannt, nicht wahr, wo Studenten auf solche Ereignisse hin aus sich raus einen Skandal ausgelöst haben. Wenn Sie diesen Abend als Zumutbarkeit empfunden haben, warum reagieren Sie nicht so scharf im wirklichen Leben gegen die Zumutbarkeiten, die Ihnen geboten werden, die täglich um Sie herum sind? Was mich am meisten erschreckt hat heute Abend im Parlament, war wie gering es das Bewusstsein da ist, dass zum Beispiel Maschinenbau, Hüttenkunde und Verfahrenstechnik letzten Endes ja auch Strömungen des kulturellen Lebens sind. Dass immer nicht schizophren gespalten wird, das kulturelle Leben ist irgendwo da und unsere Sache ist hier. Ich finde, das ist besonders erschreckend.